Ja, also schönen guten Abend erstmal und vielen, vielen Dank, dass Sie sich jetzt zu der späten Zeit noch hier eingefunden haben, hier auf dem High-End-Kolleg, auf der High-End 2019. Und ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Schröder. Ich bin technischer Redakteur und Gesellschafter vom Online-Magazin Lowbeats. Und ich möchte Ihnen heute Abend hier was zeigen, was wahrscheinlich den einen oder anderen in irgendeiner Art und Weise bekannt vorkommt, aber in dieser Anwendung bislang so noch nicht da gewesen ist. Und das, um was es sich hier handelt, ist ein Vergleich von Lautsprechern. Und zwar kann man das machen, entweder online oder offline. Wenn Sie sich zurückerinnern an das letzte Mal, als Sie Lautsprecher gekauft haben, ist Ihnen sicherlich noch der Vorgang bekannt, wie sowas normalerweise eigentlich abläuft. Also entweder hat ein Fachmagazin was geschrieben und Sie haben gesagt, das klingt so toll, das möchte ich mir jetzt auf jeden Fall auch mal anhören, wie dieser Lautsprecher ist. Oder Sie haben von einem Bekannten erfahren, dass der Lautsprecher super gut ist. Oder wie auch immer. Es gibt ja da die unterschiedlichsten Methoden, wie man drangehen kann. Das Problem ist immer so ein bisschen objektiv herauszufinden, wie gut ein Lautsprecher ist im Vorfeld, bevor man ihn denn wirklich erwirbt. So, wir haben eine Software entwickelt, mit der man diesen Test online durchführen kann oder auch offline durchführen kann. Und das möchte ich Ihnen so ein bisschen eingehender erklären. Wir haben an unserem Stand in der Halle 1 A17, also praktisch hier direkt gegenüber, auch eine Demonstration. Wenn Sie das hören möchten, gerne, können wir Ihnen das morgen früh wieder zeigen. Wir hatten gerade eben eine Demonstration. Ich bin sozusagen just eben hier rübergekommen, um das hier auf der Technologiebühne mal ein bisschen intensiver vorzustellen, weil dort machen wir es in kürzerer Fassung. Hier kann man natürlich mal ein bisschen in die Vollen gehen und zeigen, was jetzt eigentlich wirklich dahinter steckt. So, das, was Sie dazu brauchen, ist ein relativ ausgewogen abgestimmter Kopfhörer. Das heißt, der sollte jetzt nicht den Ultrabass, die Ultrabassanhebung haben oder eine total schräge Diffusfeldentzerrung, was es ja auch gibt hin und wieder. Und natürlich ein Computer oder Notebook mit Kopfhöreranschluss, dass Sie eine Verbindung zu dem Hörer aufnehmen können. Die Idee dahinter, und das war tatsächlich eine nicht kommerzielle, war zunächst mal unsere Testurteile, also vom Online-Magazin, speziell von Lautsprechern für die Leser, transparent und nachvollziehbar zu machen. Das war die Intention, warum wir das überhaupt erst gemacht haben. Das Projekt geht zurück auf die Gründung auch von Lowbeats, die ja im Sommer 2015 stattgefunden hat. Und da drängte sich schon auf, wir müssen uns was überlegen, wie wir dem Leser die Testergebnisse, die wir bei uns erzielen, nachvollziehbar und transparent rüberbringen. Und natürlich, der zweite Punkt war der, optimale Bedingungen für einen objektiven Klangvergleich von Lautsprechern zu schaffen. Denn das ist ja immer so ein bisschen so ein Problem. Was geschah bisher im Klangvergleich von Lautsprechern? Das sah mitunter so aus. Findet man hier auch. Da gibt es natürlich ein paar Probleme, wenn ich so eine Lautsprecheraufstellung wähle. Das hier ist eine gestellte Szene, die wir im Hörraum gemacht haben, jetzt hier für diese Präsentation. Lautsprecher, die direkt benachbart sind, würden wir so jetzt in dieser Form sicherlich nicht mehr abhören. Aber diese typische Konstellation findet man relativ oft und die hat einige Nachteile. Zunächst mal Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprecherpaaren. Das ist klar, weil die Empfindlichkeiten der Lautsprecher sind unterschiedlich und gehörphysiologisch wirkt es so, dass das lautere Paar als das klanglich bessere empfunden wird, auch wenn es an sich bei einem Lautstärkeabgleich sogar möglicherweise klanglich einen Nachteil hätte. Klangfärbung bedingt durch unterschiedlichen Raumeinfluss für beide Paare. Das ist klar, haben Sie gesehen, jetzt gerade eben die Tenor ist von der B&B fast einen Meter weg.
Das haben wir jetzt gerade bei Illusonic sehr schön auch sehen können, dass der Raum einen ziemlich großen Einfluss auf die Wiedergabe hat und auch die unterschiedliche Positionierung vom Lautsprecher im Raum macht eine Menge aus. Unter Umständen mehr sogar als der Unterschied von zwei verschiedenen Lautsprechern. Das ist ein echtes Problem. Weiterhin haben wir Klangfärbung durch benachbarte Lautsprecher. Die Tenoi zum Beispiel ist ja ein echtes Brett mit einer riesigen Schallwand, 80 cm. Da haben sie schon eine schöne Platte, die ihnen im Mittelturmbereich so bei 220, 250 Hertz eine ordentliche Anhebung zustande bringt. Das kann es also nicht sein. Also zwei Lautsprecher nebeneinander stellen, wird immer wieder irgendeine Wechselwirkung ergeben. Natürlich haben Sie bei klassischen Umschalteinrichtungen, wie man die ja hin und wieder noch findet, in Märkten, beispielsweise Saturn oder Mediamarkt in den älteren Studios, Sie haben einen großen Raum voll mit Lautsprechern über ein Regal erstreckt, haben 40 Tasten, haben Sie natürlich auch Verluste durch zusätzliche Steckverbinder. Sie müssen mit dem Verstärker zur Umschaltanlage hin, von der Umschaltanlage wieder zurück zum Lautsprecher und das macht natürlich eine Menge Kabel und ohmsche Widerstände, die da eigentlich eher klangschädlich sind, zumindest in den meisten Fällen. So, dann gibt es die sogenannte Single Speaker Demonstration und da ist die Frage, ob das wirklich ein Lösungsweg ist. Also ich muss das, glaube ich, hier nicht erklären, was die Single-Speaker-Demonstration macht. Sie werden das alle kennen. Also hier werden immer nur Lautsprecher einzeln aufgebaut an einem optimierten Platz. Dann wird zum Vergleich das erste Paar abgebaut, das zweite Paar wird aufgebaut und spielt aber auch wieder am gleichen Platz. Der große Vorteil dieser Lösung ist natürlich der, dass der Lautsprecher A keine Nachbarn hat, also von daher schon keine Verfärbungen auftreten können. Jedenfalls nicht solche, die von außen kommen und dass der Lautsprecher am gleichen Platz im Raum steht, sodass identische Bedingungen vorherrschen. Trotzdem, obwohl es an sich eine gute Lösung ist, es schafft keine echte Abhilfe, denn wir haben nach wie vor Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprecherpaaren und, was wir auch noch haben, lange Umbaupausen. Daher ist kein echter A-B-Vergleich möglich. Das ist ein Problem, weil das Gehör kein echt wirklich gutes Kurzzeitgedächtnis hat. Also da müssen Sie schon wirklich 10, 15 Mal hin und her umswitchen, die Lautsprecher umbauen, was natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, bevor man da einigermaßen sicher urteilen kann. So, und deswegen haben wir eine neue Methode für einen Hörvergleich entwickelt, wo wir mit den meisten Nachteilen dieser bisherigen Lösung wirklich definitiv aufräumen können. Und das nennt sich Low Beats Sweet Spot. Was soll der tun? Er vereint die Vorteile von Single Speaker Demonstration, nämlich Spielen ohne Umgebung am gleichen Platz wie der Vergleichslautsprecher, mit einer Umschalteinrichtung, nämlich mit einem echten A-B-Vergleich in Echtzeit. Und er schafft identische Bedingungen für alle Lautsprecher, was die Grundlage für einen objektiven Klangvergleich ist. Lautsprecher hörbar machen, ne? Da kommen einem ja sofort zwei Methoden in den Sinn, beziehungsweise die meistgewählte ist ja zunächst mal eine herkömmliche Tonaufnahme. Das heißt, ich nehme ein stereophones Mikrofon, wenn es darum geht, ein Lautsprecherpärchen zu erfassen, stelle das an meinen Hörplatz und nehme den Lautsprecher auf, wenn er Musik wiedergibt. Der andere Weg ist eine sogenannte Auralisation. Ich habe ein indirektes Verfahren, das eine zu üblichen Tonaufnahmen identische Klangqualität ermöglicht. Also im Prinzip klanglich genau das Gleiche kann wie eine normale Aufnahme, nur einen anderen Weg wählt. Für beide Methoden gilt natürlich grundsätzlich erstmal das Gleiche, nämlich Lautsprecher und Raum spielen immer zusammen. Ein Lautsprecher ohne Raum gibt es nicht. Ich kann natürlich auch einen Lautsprecher, wenn ich ihn aufnehme, im schalltoten Raum aufnehmen, aber da habe ich nichts von, weil der wirkt erst mit seiner gesamten Aura, nämlich der abgestrahlten Schallleistung, wenn er in einer räumlichen Umgebung steht. So, die Klangeigenschaften von Lautsprechern lassen sich objektiv natürlich nur in einem akustisch neutralen Raum erfassen. Das ist Voraussetzung. Die meisten Räume sind es nicht, deswegen ist es schwierig, auch unter Umständen, Sie wissen nicht, wie beim Händler die Bedingungen sind,
ist da in der Raumakustik was gemacht worden, dass es einigermaßen neutral ist oder nicht. Also es ist im Prinzip auch ein bisschen eine wackelige Situation. Weiterhin wichtig ist noch für eine Aufnahme, dass man das, was vom Raum zurückkommt auf das Gehör, auch gehörrichtig erfasst wird. Und dazu sollte man auf jeden Fall eine binaurale Aufzeichnungstechnik verwenden, weil wenn man das mit klassischen Mikrofonen macht, kriegen Sie zwar einen Eindruck, aber die Bewertung, ist es jetzt Direktschall, der vom Lautsprecher kommt, oder ist es ein Diffusschallanteil aus dem Raum, ist mit Kunstkopf deutlich besser wahrnehmbar. Die Nachteile von herkömmlichen Tonaufnahmen in der Praxis sind zunächst mal, dass sie relativ unflexibel und zeitaufwendig sind, weil von jedem Lautsprecherpaar müssen alle Musiktitel per Echtzeitaufnahme erstellt werden. Das bedingt natürlich insgesamt ein relativ großes, eine große Speicherkapazität. Von jedem Lautsprecherpaar müssen ja alle Musiktitel in der Bibliothek hinterlegt sein. Und jetzt nimmt man mal 40 Titel bei Lautsprechern, bei 40 Lautsprechern, das sind dann schon 1600 Files, die Sie abspeichern müssen, und das ist dann eine ganze Menge. Auf die Dauer wird das halt sehr unübersichtlich und nimmt auch sehr viel Speicherplatz weg, was für eine Online-Lösung beispielsweise keine besonders gute Voraussetzung ist. Da kriegen Sie immer Probleme mit. Dann haben wir noch Probleme durch Urheberrecht, Komplikationen bei der Nutzung öffentlicher Portale, also wenn Sie Files hochladen auf YouTube oder Soundcloud, wenn die von bekannten Musikern sind, kriegen sie sofort eine Verwarnung. Wir haben das früher tatsächlich so gemacht mit Echtzeitaufnahmen. Also das begann 2015 im Sommer mit Videos, die wir hochgeladen haben von echten Aufnahmen von Lautsprechern. Da hatten wir Rechte eingeholt bei den Plattenfirmen über Klassikmaterial und trotzdem kam die Verwarnung, man musste dann erstmal die Rechte schriftlich dort hinterlegen, dann haben die das abgesegnet. Das hat 2 Tage gedauert, bis wir das Video freischalten konnten, war das natürlich eine ziemlich lange Dauer. Also es zieht sich dann immer sehr lang hin und dem möchte man natürlich auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und außerdem haben sie ja immer noch den Nachteil, dass sie es nicht mit ihrer eigenen Musik hören können. Das ist ja eine ganz entscheidende Geschichte, denn die Musik, die sie kennen, mit der sie normalerweise auch Lautsprecher abchecken, macht sie ja besonders sicher in der Entscheidungsfindung. Und das geht mit Echtzeitaufnahmen natürlich auch nur dann, wenn Sie die dann selber durchführen. So, deswegen arbeitet Lobby Sweet Spot nicht mit Echtzeitaufnahmen, sondern wir nutzen die Auralisation. So, was ist das denn jetzt? Also ich denke mal, dass viele, die hier sitzen und wenn man sich den Plan so anschaut, was hier alle für Workshops abgehalten wurden, ist das ja mindestens zu 45% Thema Raumakustik, was ja auch ziemlich wichtig ist, beziehungsweise Themenbereiche, die direkt davon betroffen sind und da aber interagieren. Da wird dieser Begriff Auralisation auf jeden Fall schon mal aufgetaucht sein. Ich denke, dass es auch in einigen Workshops gefallen ist. Ich möchte es aber trotzdem erklären für all diejenigen, die vielleicht da noch nicht ganz so fest in dieser Thematik sind. Also Auralisation stammt eigentlich aus der professionellen Audiotechnik. Es ist ein Verfahren, mit dem man die Übertragungseigenschaften von elektroakustischen Systemen beliebigen Tonmaterial aufprägen kann. Das erstmal die Definition in einem Satz. Wofür wird es verwendet? Zum Beispiel um die Akustik beliebiger Konzertsäle möglichst naturgetreu auf im Tonstudio entstandene Produktionen zu übertragen. Dafür wird es eigentlich am meisten genutzt. Das ist so ein typischer Anwendungsfall. Man sagt, man nimmt in einem Studioaufnahmeraum auf, man möchte aber die Akustik haben, beispielsweise von der Stuttgarter Schleierhalle oder von der Porsche Arena oder von der Liederhalle. Dann gibt es Anbieter, die bieten diese Räume als Datenfiles an und ich kann die in spezieller Software mit meinem Audioprodukt verrechnen und habe dann tatsächlich das Gefühl, diese Aufnahme wäre in diesem Raum entstanden. Ein Beispiel: Hans Zimmer auralisiert viele von seinen Produktionen mit einem akustischen Profil von einem Konzertsaal, das ein Profi erstellt hat, nämlich Pinguin Audio in Hamburg, die machen sowas. High Definition Impulse Responses, das ist das Logo, was die da unten haben.
Für dieses hat der Herr Zimmer exklusive Nutzungsrechte erworben über mehrere Jahre hinweg, was eine relativ teure Angelegenheit war. Aber der war so begeistert von dieser Raumantwort, die es da gab, dass er gesagt hat, das Ding will ich haben, mein lieber Ralf Kessler, das musst du mir exklusiv zusichern. Das ist das, wie ich mir vorstelle, dass mein Sound klingen soll mit einem Raumhall. Also das war die ursprüngliche Anwendung, für die es mal gedacht war. Auralisation gibt es auch im Hi-Fi. Also ein Beispiel ist der Audiovolver von Audiodata und die Software, das Softwarepaket Accurate von AudioVero. Da wird es ein bisschen anders verwendet. Die machen damit eine Korrektur von Raumakustik und Lautsprecher, also so ein bisschen angelehnt an das, was hier der vorige Vortrag gezeigt hat. Ich war jetzt nicht komplett drin, deswegen weiß ich nicht, was Illusonic jetzt alles noch zu diesem Thema sowieso schon vorgetragen hat. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Also auch die arbeiten mit sogenannten Impulsantworten. Wir verwenden das Verfahren, um Lautsprecher darzustellen. Die Basics. Zunächst mal werden die akustischen Fingerprints der interessierenden Objekte, das ist in unserem Fall ein Lautsprecher plus Raum, ermittelt. Und das ist der eigentliche Aufzeichnungsvorgang. Damit ist die Aufnahme erledigt. Mehr gibt es nicht. Und das dauert 10 Sekunden. Beim Abspielen wird dieses daraus extrahierte File mit beliebigen Tonmaterial verrechnet über eine mathematische Operation, die man Faltung nennt. Das kann man entweder in Echtzeit durchführen, wie wir das bei uns am Stand machen. Das heißt, wir haben da eine Software, da lade ich das File rein und kann es dann mit beliebiger Musik sofort verarbeiten und auch hörbar machen. Ich kann es aber auch pre-rendern, das heißt, es läuft vorher schon der Vorgang ab der Faltung und es wird dann mit dem File abgespeichert und ich kann es dann beispielsweise sofort ins Netz stellen, um durch Anklicken im Vergleich zu einer anderen Spur, die jetzt mit einem anderen Lautsprecher gerendert wurde, einen direkten Vergleich durchführen. Das machen wir zum Beispiel in unserer Rubrik Das Klangorakel, wo Sie sich auralisierte Lautsprecher im Vergleich anhören können online. Egal ob Echtzeit oder Pre-Rendering, das klangliche Ergebnis zwischen herkömmlichen Tonaufnahmen und einer Auralisation ist gleichwertig. Gemäß der Systemtheorie gültig für lineare und zeitkonstant arbeitende Systeme. So, jetzt haben wir hier mal ein Schema, wie das so abläuft bei einer herkömmlichen Aufnahme und bei einer Auralisation. Also bei der Aufnahme haben wir zuerst mal hier das Musiksignal, was in den Lautsprecher reinläuft. Dann unterm Lautsprecher sehe ich so ein bisschen, aha, der hat da eine Reflexion. Das ist das, was der Raum mit dem Lautsprecher zusammen macht. Also beide zusammen ändern das Signal. Deswegen ist es da jetzt auch rot dargestellt. Und diese Kombination verändert das Lautsprechersignal, also durch den Lautsprecher, durch die Eigenschaften geprägt, in Verbindung mit den Raumreflexionen, wird durch ein Mikrofon aufgezeichnet. Dieser Vorgang findet im Hörraum statt. Das Ergebnis wird aufgezeichnet auf den Speicher, der hier kann von dem Speicher wiedergegeben werden und ich habe dann nachher im Endergebnis die Musik, so wie sie im Raum klingt, wenn ich sie mit dem Lautsprecher aufgezeichnet habe. Der Signalfluss bei einer Auralisation oder manche sagen auch Auralisierung geht ein bisschen anders ab, funktioniert im Prinzip aber sehr, sehr ähnlich. Nur mit dem wesentlichen Unterschied, ich gebe hier ein Messsignal drauf und der Lautsprecher gibt dieses Signal wieder und der Raum verhält sich auch so, wie er sich bei normaler Musik verhalten würde. Er reagiert mit dem Lautsprecher zusammen und ich kriege wieder eine Mixtur aus Raumanteilen und Direktschallanteilen vom Lautsprecher, die ich ebenfalls wieder aufzeichne. So, und diese Aufzeichnung, die wird hier in dem Laptop, in den dargestellten Computer verrechnet. Und diese mathematische Operation, die da durchgeführt wird, heißt Dekonvolution, also Entfaltung. So, und was ich daraus gewinne, ist die sogenannte Impulsantwort, die sieht man hier. Und diese Impulsantwort, die hört sich so an. Genau so. Das heißt,
das ist das Signal, wenn man die abspielt, das ist die Darstellung der Impulswiedergabe, produziert von Lautsprecher und Raum. Und die wird abgespeichert. Dieses File ist gerade mal ein MB groß, also wirklich im Vergleich zu einem Musikfile relativ winzig. Und mit dem kann ich jetzt so verschiedene Dinge machen. Das, was wir tun, ist, dass wir das in einen Rechner tun. Das kommt dann in ein spezielles Plugin, also unsere Software, und wird mit einem beliebigen Musiktitel verrechnet. Und wenn dieser Titel hier der gleiche ist wie der da oben, dann hat der Zuhörer genau den gleichen Eindruck wie bei der Echtzeitaufnahme. Und wie gesagt, es ist keine Geschichte, wo irgendwas dazu gedichtet oder erfunden wird, sondern rein systemtheoretisch ist es ein identischer Vorgang, vergleichbar mit einer Echtzeitaufnahme. So. Ja, dürfen Sie. Kein Problem. Ja. Nee, also dieses Signal, was wir da reingeben, ist ein sogenannter Exponential Sine Sweep, also ein exponentiell verlaufender Sinus Sweep, der bei tiefen Frequenzen anfängt und bei hohen aufhört, und die Bandbreite ist von 16 bis 22 kHz. So, also es entspricht im Prinzip genau der Bandbreite wie von einem 44,1 kHz File von Musik. Wir verwenden als Sampling-Frequenz für diese Geschichten allerdings 48 kHz, weil das eine Norm ist. Wir könnten aber auch 96 verwenden, kein Problem. Die Filegröße würde ein bisschen zunehmen und der Frequenzbereich wäre dann natürlich auch ein bisschen ausgedehnter, ist aber für die Wiedergabe von bereits produzierter Musik, die sowieso schon bandbreitenbegrenzt ist, nicht erforderlich. Ne? Natürlich ist der Hörraum ein spezieller Hörraum. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zurück. Also den wir verwenden, man kann es natürlich in jedem beliebigen Raum machen, aber für Low-Beat Sweet Spot verwenden wir natürlich einen Standardraum, auf den ich nachher noch nachträglich ein bisschen eingehe. Kommen wir erst noch mal dazu, wie das grundsätzlich überhaupt abläuft, was wir da tun, das Making-of. Diese akustischen Fotografien, die wir da machen, sprich die Impulsantworten, also Entschuldigung, dass das vielleicht vom Vokabular so ein bisschen unphysikalisch und so laienhaft jetzt rüberkommt, aber diese Präsentation musste ich mir teilen mit der, die für unsere Zuhörer, die bei uns an Stand kommen, die das in sehr komprimierter Form kriegen, und die brauchen da natürlich auch ein bisschen mehr Unterstützung verbal, und deswegen hier ganz klar mal ein Vokabular, was das relativ handfest darstellt. Also akustische Fotografien meinen natürlich Impulsantworten, und die bilden die DNA in Low-Beat Sweet Spot. Das spiegelt die Wechselbeziehung zwischen Lautsprecher und Raum in elektrischer Form wider. Das ist jetzt hier mal eine Darstellung, die ich aufgenommen habe bei der Auralisation und Bestimmung in unserem kleinen Hörraum, also eine echte Szene, die so auch stattgefunden hat. Da haben wir versucht, mal so ein bisschen zu ermitteln, wie die Akustik in unserem kleinen Hörraum ist. Da gab es ein paar Forderungen. Wir wollten den Arbeitsplatz hier erhalten, der musste sein, und haben mit der Aufstellung ein bisschen experimentiert und haben dann deswegen mal eine Auralisation gemacht, die wir uns auch nachher angehört haben. Da haben wir es also im Prinzip deswegen verwendet, um mit einem Lautsprecher einen Raum sozusagen zu optimieren. Wie im Wohnraum stehen die Lautsprecher für einen Vergleich an den üblichen Positionen in der Stereobasis, während ein professionelles Kunstkopfmikrofon den Hörplatz einnimmt. In unserem Fall ist es ein Neumann KU100. Der ja sozusagen so eine Art Industriestandard ist als Mikrofon. Ne? So. Mit einem speziellen Messsignal, haben wir ja gerade drüber gesprochen, Exponential Sine Sweep, werden nun Tonaufzeichnungen von allen beteiligten Lautsprechern auf ihrer jeweiligen Position gemacht. Das müssen nicht zwei sein, das können auch sechs sein. Aus diesen lassen sich nun auf mathematischen Wege diese binauralen Impulsantworten gewinnen, die wir brauchen, also für den binauralen Höreindruck, für einen räumlich stimmigen mit den sogenannten Ursignalen.
Ja, das ist richtig. Das heißt, ich habe nachher beim Vergleich der Lautsprecher untereinander auch immer den gleichen Pegel. Das ist richtig. Aber der Normpegel, mit dem wir arbeiten, also die Durchschnittslautstärke, die bei der Oralisation verwendet wird, ist 83 dB. Tatsächlich. Also das wird vorher auch eingerauscht. Das ist richtig. Wir gehen aber natürlich davon aus, dass ein bestimmter Lautstärkebereich nur selten überschritten wird. Das heißt, wir haben schon Standardwerte genommen, die für Musikhören eigentlich so mehr oder weniger üblich sind. Man kann das natürlich auch bei Lautstärken durchführen, die 90 Dezibel betragen oder so. Die Verzerrungsprodukte, die der Lautsprecher dann erzeugt, die Nichtlinearitäten können durch diesen Prozess dann allerdings nicht dargestellt werden, weil die Faltungsprodukte dann von den Verzerrungskomponenten entfallen. Also zumindest wenn die einen bestimmten Wert überschreiten, sind sie nicht mehr so ohne weiteres mit dem jetzigen Verfahren nicht darstellbar. Es wird aber zukünftig machbar sein, auch mit einem erweiterten Verfahren auch das darzustellen. Nur wird dann der Erfassungsaufwand für den Lautsprecher nochmal deutlich größer. Also diese binauralen Impulsantworten bilden die Basis und beschreiben die Eigenschaften der untersuchten Systeme in Sachen Übertragungsfunktionen. So sieht so eine Impulsantwort aus in der linearen Darstellung. Das ist jetzt also die Prozentdarstellung. Man kann es auch logarithmisch darstellen. Dann kriege ich die Energy Time Curve. Da habe ich dann hier so einen Pegel, der so ziemlich linear abfällt in diese Richtung. Hier sieht man, das ist der initiale Impuls, den der Lautsprecher erzeugt. Da habe ich dann verschiedene Reflexionen, die nach bestimmten Zeiten auftauchen. Also hier zum Beispiel 7 Millisekunden habe ich eine relativ heftige. Hier sieht man das, was der Raum mit der ursprünglichen, mit dem Impuls, den der Lautsprecher im Prinzip erzeugt hat, über diese Transformation, wie der Raum auf den Lautsprecher reagiert. So, da haben wir das. Das können wir jetzt mal überspringen. Lautsprecher und Raum haben eine sehr innige Beziehung. Also die jeweiligen Anteile der beiden sieht man die verschmelzen in der Impulsantwort nahezu. Man kann die kaum auseinanderkriegen. Es ist möglich, aber es ist relativ schwierig. Das ist in der Profitechnik eigentlich überhaupt gar nicht so gern gesehen. Die können damit nicht so viel anfangen. Die möchten ja am liebsten den Raum pur. Die brauchen die Anregung und möchten dann die Raumantwort haben. Aber die Eigenschaften des Lautsprechers, die stören da ja, weil die wollen den Raum möglichst originalgetreu haben. Aber den Lautsprecher, der sollte sozusagen nur dazu dienen, den Raum anzuregen und sollte sich dann zurückziehen. Das kann er natürlich nicht. Deswegen ist es ein bisschen problematisch. Aber diese Geschichte, die ist ja für uns geradezu perfekt, denn wir wollen und wir müssen ja sogar den Lautsprecher im Raum darstellen, weil sonst hat es ja gehörtechnisch überhaupt keine Relevanz, weil ein Lautsprecher spielt halt eben nur immer in einem Raum. Richtig. Lautsprecher klanglich objektiv abzulichten, also sozusagen quasi akustisch zu fotografieren, erfordert selbstverständlich eine akustisch neutrale Umgebung. Sonst kann ich mir das praktisch schenken. Sonst kriegen Sie natürlich tolle Ergebnisse, auch sehr eindrucksvoll, aber zum Vergleich mehr oder weniger ungeeignet, weil Sie wissen nie, was macht der Lautsprecher, was macht der Raum. So, und deswegen arbeiten wir auch mit einem Standardraum, der eigens für bestmögliche Musikwiedergabe geschaffen wurde. Und der ist hier sogar in München, das Studio A von MSM Studios in der Theresienstraße. Der wurde von Jochen Veith geplant und erbaut. Und Jochen Veith ist sicherlich einer der bekanntesten Raumakustikexperten weltweit, früher ACM Munich. Und der hat sich da sehr viel Gedanken zu gemacht, um den Raum. Das werden Sie nachher auch sehen. Also, er erfüllt die akustischen Anforderungen nach der European Broadcasting Union 3276, das definiert die Abhörbedingungen für die Qualitätsbeurteilung von Tonmaterial.
Die Grundfläche beträgt wohnraumtypische 25 Quadratmeter, sodass ein Vergleich mit normalen Wohnräumen und auch dem Volumen durchaus zulässig ist. Das heißt, die Bedingungen sind in etwa so wie ein HiFi-Lautsprecher, die auch zu Hause vorfinden würde. Er hat aber eine sozusagen spezifizierte Akustik, was wichtig ist. Er verhält sich weitgehend oder nicht nur weitgehend, sondern sehr, sehr neutral. Und so sieht er aus. Das hier oben, diese schwarzen, die können Sie mal, brauchen Sie nicht zu berücksichtigen, das ist die Deckenkonstruktion. Man sieht auffällig, dass der Raum gebaut ist wie eine halbe Ellipse. Das dient dazu, um die Reflexion am Hörplatz vorbeizuleiten. Das heißt, wenn Seitenreflexionen kommen, die sind ja ziemlich kritisch hier für den Klang, die sollten möglichst am Hörer vorbeigeleitet werden. Das sollten nicht im Klangbild auftauchen. Die roten Punkte sind hier einmal das, die Mikrofonposition. Da steht mein Mikrofon, also der Kunstkopf in der klassischen Position des Toningenieurs. Und die Lautsprecher stehen rechts und links. Allerdings auf dem Boden, nur kann ich das hier schlecht einzeichnen, weil in dieser Grafik hier der Regietisch ist, der aber bei unseren Auralisierungen, die wir da drin machen, natürlich draußen ist. Also den gibt es nicht. Und den mittleren Lautsprecher hier, der war geplant, der ist aber da auch nicht drin. Also die sind wandeingebaut. Ansonsten ist es genauso, wie es wirklich auch in der Realität aussieht, hier diese Grafik. So, ganz kurz was zu den Spezifikationen von dem Raum, nur weil ich immer mal wieder gefragt werde, wo ist denn, was macht denn überhaupt so ein EBU-Raum, was legt man da fest? Also hier geht es vor allen Dingen um die Nachhallzeit, die im Bereich von 200 Hertz bis 8 Kilohertz spezifiziert ist und in Räumen von dieser Größenordnung bei etwa 200 bis 250 Millisekunden in einem Toleranzschlauch verläuft. Außerdem sollte sichergestellt sein, dass die Reflexionen, die von den Seitenwänden kommen, geringer sind als 10 dB innerhalb der ersten 10 Millisekunden. Und das tut der Raum sehr gut. Außerdem Noise Criteria 15 hat er auch noch, also das ist extrem leise, dieser Raum. Wenn Sie da die Tür zumachen und machen den Verschluss richtig zu, dann hat der praktisch kaum ein Eigengeräusch. Natürlich erzeugt er Reflexion, also es ist kein schalltoter Raum, sondern die Wände sind schon auch akustisch so, dass sie Schall reflektieren, aber der Störabstand von Signalen, beispielsweise wenn eine U-Bahn drunter herfährt oder sowas, das können Sie wirklich echt vergessen. Also da sehe ich auf einer Pegelanzeige manchmal so bei minus 50, minus 60, das was ein bisschen aufflackert. Da gab es eine lustige Geschichte im Sommer 2017, vielleicht erinnert sich der eine an oder andere Münchner noch dran, gab es ja hier ein sehr heftiges Gewitter an einem Freitagabend. Ich war dort für Aufnahmen, habe dort auralisiert, es war abends 8:30. Ich komme aus dem Studio auf, mache die Tür auf, steht die ganze Mannschaft, draußen schaut sich den Regen an, das kommt das Wasser runtergestürzt, es war also wirklich unfassbar. Ich habe überhaupt davon nichts mitgekriegt. Es hat geblitzt und gedonnert in der Zwischenzeit und so. Das war so tot in dem Raum. Nicht wahrnehmbar. Also im Prinzip optimale Bedingungen, weil die Aufnahmen, die ich darin mache, also die Impulsantworten, haben praktisch so einen hohen Signal-to-Noise-Ratio, dass ich die problemlos verwenden kann. So, was kann man damit machen? Ich kann Lautsprecherpaare auralisieren, ich kann Center Speaker auralisieren, ich kann Audio-Kompaktsystem und Bluetooth-Speaker auralisieren. Da muss ich allerdings ein bisschen näher dran gehen, weil der übliche Hörabstand nicht dem entspricht, den man mit einem HiFi-Lautsprecher hat. Da ist die räumliche Position ein bisschen anders. Was auch geht, sind selbstverständlich Soundbars. Dann kann man Home-Cinema-Systeme auralisieren, derzeit nur für Stereo, aber auch mit allen Kanälen. Das heißt, wenn Sie ein Verfahren einsetzen, was aus dem Stereomaterial eine Rauminformation gewinnt, ist das auch darstellbar. Für Mehrkanal ist es in Vorbereitung. Das ist aber nur ein kleines technisches Problem, was wir jetzt momentan noch lösen müssen, weil wir kein Convolution-Plugin haben, mit dem wir das machen können. Es gibt aber eins und das ist schon sozusagen im Anflug. K-HiFi-Systeme,
Bei Stereo-Wiedergabe, da gilt genau das Gleiche wie bei den Mehrkanalanlagen. Ich kriege da einfach kein Signal rein in so eine K-HiFi-Anlage mit 6 Kanälen. Das ist schon vom Datentransfer nicht ganz so einfach. Prinzipiell aber problemlos möglich. Man kann Räume- und Raumakustikinstallationen natürlich auch auralisieren. Da gibt es einen ziemlich guten Bedarf an sowas. Und Kopfhörer eingeschränkt, würde ich mal sagen. Es geht, also vom Verfahren her ist es funktionsfähig. Ich würde mal sagen, wenn man da noch ein bisschen dran arbeitet, kann man das mit Einschränkungen tun. Man sollte dann allerdings auch einen normierten Hörer verwenden. Das heißt, der im Frequenzgang wirklich weitestgehend begradigt wurde. Die Vorteile: unterbrechungsfreie AB-Hörvergleiche in Echtzeit. Eine Single-Speaker-Demonstration mit jeweils optimaler Lautsprecheraufstellung an identischen Positionen, das ist klar. Natürlich keine Klangfärbung durch benachbarte Lautsprecher, weil die gibt es nicht, die stehen da nicht. Und auch bei Kopfhörerwiedergabe eine stabile, optimale Stereoperspektive, weil sich die Hörposition relativ zum Lautsprecher ja nicht verändert. Sie haben im Prinzip stetig das gleiche Bild. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil wenn Sie beispielsweise einen klassischen Hörtest machen und Sie verkabeln den Lautsprecher um und Sie setzen sich dann wieder hin, liegen Sie sicherlich 2 bis 3 Zentimeter neben dem eigentlichen Hörplatz, wo Sie vorher gehört haben. Oder Sie lassen jemanden umstecken und halten den Kopf wirklich fest, genau an der Position, dann geht es ja auch gerade. Aber die Interferenzen, die bei Stereo prinzipbedingt immer entstehen, also Ausphasung durch sich überlagernde Wellenzüge, die können einem da schon manchmal einen ganz schönen Streich spielen. Auf einmal hören sie 2 Zentimeter weiter deutlich mehr hohe Frequenzen, weil da einfach eine Addition stattfindet und ein paar Zentimeter weiter ist eine Subtraktion und es reichen wirklich wenige Zentimeter aus. Und deswegen ist das schon ganz praktisch, auch wenn es nicht ganz der Realität entspricht, dass sie immer eine stabile Position haben und nicht, wenn sie so machen, beispielsweise, dass ihnen alles verrutscht. Zumindest für den Vorgang des Vergleichs. Was Sie nicht haben, sind Lautstärkesprünge, weil ich die rausmache. Keine Klangeinbußen durch verlustbehaftete Umschaltanlagen, das ist schon prinzipiell nicht so, weil die Kabel direkt immer an den Verstärker auch angeschlossen werden können, also da liegt nichts dazwischen. Wir haben, dass der Lautsprecher mit wirklich exzellentem Equipment betrieben wird, das denkt man ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ist aber doch sehr gut hörbar, weil das nämlich ebenfalls mit in die Impulsantwort mit eingeht, weil es ist ja eine serielle Funktion. Und dann natürlich noch Hörvergleiche mit eigener und damit mit eigenem Musikmaterial und das ist dann aber referenzierbar und das ist eine sehr wichtige Sache. Das heißt, Sie können das verwenden, was Sie normalerweise hören. Das geht natürlich jetzt erstmal nur in der Softwareversion. Was auch eine sehr schöne Angelegenheit ist, wenn Sie wirklich mal blind hören möchten und lassen sich gar nicht anzeigen, welcher Lautsprecher da spielt, sondern hören einfach nur und versuchen mal, das, was Sie da gehört haben, möglichst objektiv einzuschätzen, ohne das Zutun der Augen. Denn das Auge hört mit und wenn das Auge einen großen Lautsprecher sieht, dann sagt es dem Gehör schon auch: Du, da steht ein großer Lautsprecher, hör da mal genau hin. Also das heißt, die Sinne arbeiten da interaktiv und stützen sich auch gegenseitig, um das Ergebnis sozusagen zu erhärten. Und deswegen wird ein Lautsprecher, den Sie sehen, der deutlich größer ist als ein anderer, mit ziemlicher Sicherheit auch immer voller klingen. Und das ist natürlich bei einem Blindtest nicht so ohne weiteres möglich. Die Lösung mit der Auralisation ist ziemlich flexibel. Sie können damit im Prinzip alles machen. Die Impulsantworten können mit jedem beliebigen Musiktitel wiedergegeben werden, selbstverständlich auch mit Messsignalen. Was ich hin und wieder tatsächlich tue, um mal zu schauen, wie sieht denn da der Frequenzgang des Lautsprechers in dem Raum überhaupt aus, an dieser Position, wo ich das aufgenommen habe. Und Sie können selbstverständlich, wenn Sie das möchten, auch rosa Rauschen einspielen, weil das ist vielleicht nicht so das, was man so jeden Tag hört, aber zum Vergleichen von Lautsprechern ein relativ gut geeignetes Testsignal, weil man sehr schnell erkennt, wo der Lautsprecher klangliche Färbung mitbringt.
Geht ziemlich schnell. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, sagen Sie, es gibt kaum was Besseres. Musik- und Lautsprecherbibliotheken lassen sich im Prinzip beliebig erweitern. Das gilt natürlich für die Online-Bibliotheken ganz besonders. Da ist es wichtig. Das heißt, man kann relativ schnell ein Archiv ändern. Also nachträglich oder Files austauschen oder natürlich auch Lautsprecher hinzufügen, ohne dass das irgendwann mal auseinanderbricht vor lauter Dateien. Das Wichtigste ist aber, es macht sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Also, das ist immer wieder auffällig. Wir erleben das hier auch an dem Stand, dass die Leute sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja erstaunlich. Also, daraus hat sich tatsächlich sogar schon so ein bisschen entwickelt, dass Vorschläge kamen, ja, man müsste das eigentlich für diejenigen zugänglich machen, die nicht gerne Kopfhörer hören, weil ein auralisiertes Signal in einem Raum von einem Lautsprecher deutlich natürlicher klingt, weil der Toningenieur hat das ja dafür gemacht, dass es in einem Raum wiedergegeben wird. Aber ein normaler Kopfhörer hat diesen Raum ja nicht. So, und dann spielen sie es ab und es klingt irgendwie mitten im Kopf und ist unnatürlich. Es ist ein relativ abstraktes Hören mit dem Kopfhörer. Aber wenn Sie das auralisiert haben, dann hören Sie ja unterm Kopfhörer auch den Raum, der da noch mit zu ist. Und dann wird das auf einmal ein Hörerlebnis, wo man sagt, ja, jetzt befinde ich mich in einem Raum mit einem Lautsprecher und sagt, ja, so muss es klingen. Merken Sie vor allen Dingen auch im Bassbereich, weil der Raum hat immer unten eine gewisse Verstärkungswirkung, die Sie bei der reinen Kopfhörerwiedergabe nicht haben. So. Wir hören den Lautsprecher immer im Raum, hatte ich ja schon erklärt. Deswegen klingt natürlich auralisierte Musik aus guten Lautsprechern im Raum natürlicher als Kopfhörer direkt und kann dazu verführen, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man eigentlich mit reiner Kopfhörerwiedergabe so ein bisschen auf Kriegsfuß ist und ungern zurückschaltet. Wer kann von sowas profitieren? Der Musikliebhaber, selbstverständlich, egal ob im Hi-Fi-Bereich oder Professional Audio. Man kann selbstverständlich auch ein Tonstudio auralisieren mit den darin stehenden Monitoren und kann das in einer Impulsantwort festhalten, die man dem Toningenieur mitgibt und dann kann der während des Fluges irgendwie von Europa nach Amerika, kann er dann seine Produktion mit seinen Lautsprechern abhören. Das muss man ein bisschen trainieren, aber grundsätzlich geht es. Der Hersteller kann es dafür beispielsweise nutzen, um seine Modelle online zu präsentieren, die der Kunde dann auf der Seite des Herstellers miteinander vergleichen kann, um schon mal eine Vorauswahl zu treffen, was ihm so einigermaßen liegt oder was ihm gar nicht liegt. Man merkt ja auch ziemlich deutlich das räumliche Profil vom Lautsprecher und sagt, nee, ich finde den besser. Das heißt, es ist schon mal eine gewisse Vorauswahl möglich. Und wenn man den Raum kennen würde, ist sogar eine sehr, sehr genaue Entscheidung möglich. Der Handel kann beispielsweise den dazu verwenden, um neue Produkte, neue Lautsprecher vorzustellen auf seiner Seite und zu sagen, wir haben jetzt hier mal so einen Schnupperhörtest mit auf die Seite gestellt, wo man den und den Lautsprecher sich jetzt mal kurz anhören kann. Wer ihn noch intensiver hören will und mal live erleben, kommt dann zu uns im Laden. Also sozusagen als Online-Schmankerl zum Locken des Kunden in den Laden. Was nicht uninteressant ist, ist auch der Einsatz in der Entwicklung oder Forschung. Es gibt bestimmte Dinge, die Lautsprecher typisch auszeichnen. Also zum Beispiel Unterschied Direktstrahler, klassischer Direktstrahler und ein Hornsystem ist natürlich das, was die meisten so kennen. Das heißt, dass die Richtcharakteristik da relativ stark auffällt. Das gilt aber auch für andere Dinge, wie zum Beispiel, hat der Lautsprecher eine schmale Schallwand oder hat er eine breite Schallwand? Auch da hört man deutliche Unterschiede. Und wenn Sie so ein Tool verwenden, dann werden Sie bei den unterschiedlichen Lautsprechern, die Sie dann da auralisieren, Gemeinsamkeiten auf einmal feststellen, wo man dann sagt, ah, ich mag dieses Dapolito-System gar nicht so gerne, mir sind die anderen lieber, wo die Hochtöner oben montiert sind. Ne, so. Und solche Dinge lassen sich damit auch ziemlich gut eruieren.
Naja, jetzt sind wir ja schon ziemlich weit vorgedrungen. Ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Noch nicht ganz, tatsächlich. Ein paar Ein haben wir noch. Ne? So. Diejenigen, die tief im Thema stehen, wissen natürlich, das, was der Lobitz Sweet Spot macht, kein Geheimnis ist. Denn es gibt es ja schon eine Weile. Also Faltung kennt man ja im Prinzip schon seit Ende der 90er Jahre, nachdem die Rechenleistung auch wirklich dann zur Verfügung steht. Wie es gemacht wird, ist dagegen schon ein Geheimnis. Also wir haben da relativ lange dran gearbeitet. Es ist nicht einfach so, dass Jürgen Schröder von Lowbeats ein Kunstkopfmikrofon nimmt, die Lautsprecher richtig positioniert und die dann einfach aufnimmt mit den Impulsantworten. Da gibt es eine ganze Menge, was man dabei beachten muss, was ich früher auch nicht gedacht hätte. Und deswegen haben wir uns das Verfahren auch patentieren lassen. Und das ist kein Fake. Also wir sind gerade mittendrin. Nächstes Jahr im Februar wird es dann auch offiziell sein. Die Specials, das möchte ich nochmal, das bringe ich in der normalen Präsentation jetzt nicht. Das Verfahren entstand in intensiver Entwicklungsarbeit. Wir haben mehr als 500 Auralisationen gemacht mit dem Ding von allen erdenklichen Lautsprechern in den unterschiedlichsten Räumen. Also, dass man wirklich einen Überblick kriegt, wie reagieren die Räume mit bestimmten Lautsprechertypen. Dann haben wir die Ergebnisse allesamt Probe gehört und ziemlich kritisch auch, um einfach sicherzustellen, dass das wirklich funktioniert. Und so wie die Reaktionen gestern und heute waren, bestätigt sich das. Worauf ich natürlich sehr, sehr stolz bin, muss ich echt mal sagen. Da steckt einiges an praktischem und theoretischem Know-how hinter. Und das betrifft alle klangrelevanten Bereiche, nämlich die Psychoakustik, die Raum- oder Akustik und die Schallwandlung. Und da vielleicht mal eine kleine Kostprobe, damit Sie sehen, dass Sie es auch wirklich ernst meinen. Na, da ist es. Ich nenne es mal den Schlüssel zum Wohlklang, das magische Dreieck. Das ist jetzt eine persönliche Erfindung, aber ich finde, es zeigt ziemlich gut von dem, was abgeht. Da findet eine Interaktion statt zwischen Raumakustik, der Schallwandlung und der Psychoakustik. Die Psychoakustik ist eine relativ komplizierte Geschichte, weil das Ohr tatsächlich Dinge kann, die Mikrofone nicht können. Und wenn Sie einfach ein Mikrofon dahinstellen und machen eine Aufnahme, dann werden Sie sich wundern, dass die Ergebnisse unter Umständen gar nicht unbedingt dem entsprechen, was Sie denn auch hören. Denn das Ohr hat die Eigenschaft, seine Richtcharakteristik zu verändern und es einem bestimmten Hörereignis anzupassen. Das kann das Mikrofon zum Beispiel nicht. Wenn ich einen lärmerfüllten Raum habe und ich möchte mit jemandem kommunizieren, der wie der René da ganz hinten an der Wand sitzt, dann kann ich mich auf ihn konzentrieren und da kann es um mich ziemlich laut sein und ich werde ihn wahrscheinlich noch einigermaßen gut verstehen. Das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die kein Mikrofon dieser Welt kann, also eine automatische Fokussierung. Das heißt, Psychoakustik ist ein komplizierter Prozess, bei dem das Gehirn eine ziemlich große Rolle spielt. Und die wichtigen Sachen, die jetzt kommen, das sind Dinge, die man sich wirklich immer mal wieder aufrufen muss. Dass ein wesentlicher Teil der Hörarbeit vom Hörzentrum im Gehirn erledigt wird. Das heißt, wir legen eigentlich viel zu wenig Wert auf das, was tatsächlich hinter dem Ohr passiert und sehen immer nur das, was davor passiert oder innen drin. Das heißt also, die mechanische Kopplung des Schalls an den Hörnerv, aber das ist ja noch längst nicht alles, denn Sie nehmen ja auch mit dem Gehirn Prozesse vor, die dann zum Beispiel auf eine gezielte Bewertung dieses Hörereignisses dann auch noch hinarbeiten. Und das wird häufig ganz gerne vernachlässigt. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus diesen Arbeiten mit dem virtuellen Hörraum, also mit Lobitz Sweet Spot. Diese Hintergrundaktivität macht hochwertige Musikwiedergabe unter üblichen Wohnraumbedingungen erst möglich. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben unter normalen Bedingungen mit einem normalen Hörraum, und das gilt auch für Hi-Fi-Studios oder wie auch immer, Bedingungen, die es dem Ohr sehr, sehr schwer machen, überhaupt vernünftig zu hören. Ich nenne da mal nur die erste Bodenreflexion, die Deckenreflexion, den Tisch, der vor Ihnen steht. Das sind alles so Sachen, wenn Sie die rausnehmen, wenn die nicht existent wären, würden Sie viel einfacher hören. Sie merken es aber nicht im normalen Hörvorgang.
jedenfalls nicht so ohne weiteres. Aber Sie merken es sehr wohl im Laufe der Zeit. Wenn Sie eine Weile zugehört haben, werden Sie dann vielleicht irgendwann mal müde. Aber das Ohr ist ständig bemüht, diese Dinge rauszurechnen. Und es macht es dann aber auf die Dauer ein bisschen anstrengend. Das heißt, es wäre viel, viel besser, wenn man da von vornherein darauf achten würde, dass diese Erscheinungen gar nicht erst auftauchen. Und das kriegt man natürlich am besten immer noch hin mit passiver Raumakustik, indem man die Räume halt tatsächlich so gestaltet, dass das erst gar nicht auftaucht. Das heißt, Bodenreflexion, Teppich, möglichst hochflorig, Deckensegel aufhängen, Tisch vom Sofa wegstellen, Hörplatz nicht so dicht an die Rückwand machen, mindestens einen Meter Abstand. Wenn Sie das nicht machen können, muss hinten ein Diffusor hin, der die Schallenergie, die vom Lautsprecher kommt, verteilt, dass die nicht wieder zum Ohr zurückgeworfen wird, weil wenn Sie rückwärts an eine Grenzfläche beispielsweise rangehen, werden Sie merken, dass der Klang immer dicker wird. Ne? Solche Sachen zum Beispiel. Und das Ohr muss das alles kompensieren, manchmal ja auch in Bewegung, weil man vorwärts und rückwärts geht, und das kann kein Mikrofon dieser Welt. Dann noch was. Quasi für mich die wichtigste Erkenntnis: Das Zeitverhalten bei der Schallwandlung ist von elementarer Bedeutung für die Klangqualität der Wiedergabe. Und wenn ich Lautsprecherhersteller wäre, ich würde mich damit sehr intensiv auseinandersetzen. Da ist noch viel Luft nach oben. Da sieht man die tollsten Dinge. Also speziell mit Bassreflex-Lautsprechern, wie die Impulsantworten dann auf einmal aussehen, wenn die Dinger ausschwingen, weil man dann versucht hat, möglichst viel Bass aus einer kleinen Kiste rauszuholen. Ja, das kann man machen, aber das hat dann, sagen wir mal, mit wirklich hochkarätiger Wiedergabe nichts zu tun. Da kriegt man natürlich ein gewisses Volumen, aber der Raum muss das verarbeiten, was dieses schlechte Impulsverhalten halt bewirkt, und er wird dann halt auch entsprechend angeregt mit solchen Lautsprechern, die sowas produzieren. Und das findet natürlich in klassischen Wohnräumen immer deswegen statt, weil die bedingt durch ihre Größe, speziell im Bassbereich, immer irgendwelche Probleme haben. Sodass meistens Frequenzen im Bereich von 40, 50, 60, 70 Hertz angeregt werden durch kleine Lautsprecher. Also es ist tatsächlich so, dass ein kleiner Lautsprecher in einem akustisch ungünstigen Raum vielleicht sogar ein relativ gutes Resultat erzielt in Sachen Basswiedergabe, weil die Basswiedergabe aus dem Raum den kleinen Lautsprecher unterstützt. Das kann der aber objektiv gar nicht. Und wenn Sie den kleinen Lautsprecher wirklich real hören wollen, können Sie das mit so einem Verfahren wie dem Lobby Sweet Spot sehr einfach machen. Die Formate. Es gibt das Ding offline als Software, die haben wir allerdings noch nicht im Umlauf, jedenfalls nicht für die Nutzung der Leser oder für Hersteller, die sich dafür interessieren. Da sind wir noch dran. Aber wie gesagt, wir haben die hier auf der Messe zum direkten Vergleich auch installiert mal, sodass Sie die bei uns im Stand A17 auch hören können. Online gibt es das mittlerweile aber schon im sogenannten Lowbeats Klangorakel. Da haben wir 2016 begonnen, die ersten Lautsprecher, die wir auf diese Art und Weise erfasst haben, reinzustellen. Das war damals noch mit einer anderen Aufnahmetechnik. Da haben wir ein AB-Mikrofonverfahren verwendet, was aber noch keine Ursignale produziert, weil wir noch keinen Kunstkopf hatten zu der Zeit. Dann haben wir verschiedene Experimente gemacht mit Kunstköpfen und haben festgestellt, dass es auf jeden Fall das klar bessere Verfahren ist, haben jetzt auch unseren eigenen Kunstkopf extra dafür angeschafft und haben auch eine strukturierte Zusammenarbeit mit dem Studio, sodass wir dann auch immer gezielt und planbar auf den Raum zurückgreifen können, wenn wir diese Messung machen müssen. Also unser Ziel ist tatsächlich, dass jeder Lautsprecher, der bei uns erfasst wird, dann auch online bereithalten können, sodass Sie ihn im Vergleich hören können. Noch was? Ja, auf der High-End 2019, ist auch mal nicht ganz unwichtig, das nochmal zu zeigen, ist der Hersteller Monitor Audio, sind die ersten, die das so toll fanden, dass die das jetzt mit hier hingenommen haben, um ihre Lautsprecher hier darzustellen aus der Silver-Serie. Die habe ich alle auralisiert im Studio. Und da ist es aber kein direkter AB-Umschalter, sondern da müssen Sie mit dem CD-Spieler Next Track oder Previous wählen, dass Sie den anderen Lautsprecher anfahren und im Vergleich zu den vorhergehenden hören können. Vielleicht noch ein Beispiel: Wolf von Lange hat auf der High-End
in Hongkong letztes Jahr seine großen Lautsprecher auch auralisiert mitgenommen in Form von einem Laptop und einem Stax SRL-300-Kopfhörer. Er brauchte seinen Lautsprecher gar nicht bis dahin zu transportieren, weil er das Ergebnis auch so überzeugend fand, dass er gesagt hat, das ist für mich die optimale Präsentationsmethode für Sachen, wo ich meine Lautsprecher darstellen will, wo der Transport quasi unmöglich ist oder so teuer wird, dass es sich nicht lohnt. Ne? Also eine echte Darstellung. Ja, damit bin ich ja jetzt eigentlich auch schon wirklich mit einer Punktlandung durch. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und falls Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, mein Name ist Jürgen Schröder und Sie können mich unter dieser E-Mail auch gerne persönlich anschreiben und das alles äußern. Ja, dann kann ich nur sagen, haben Sie noch einen schönen Abend und noch eine schöne Zeit auf der Messe, wenn Sie morgen noch da sind und auf Wiedersehen und vielen Dank.